Ja, willkommen im Kalfeisental St. Martin, in dem Restaurant. Ihr kennt es, ein paar Häuser hat es, eine Kapelle hat es eben und eben wir drei. Kalfeisental, da wisst ihr, nach der Staumauer, da müsst ihr warten, ihr könnt immer zur vollen Stunde hinterfahren, zur halben Stunde wieder retourfahren. Und die zwei, übrigens, wenn ihr hinten etwas hört, das ist der Hund, das ist die Emma. Da müsst ihr jetzt halt durch. Die zwei, die da sind, das sind rechts die Anna, man kennt sie auch, gell? Vom Walser, Anne, oh, Anne. Hallo, ja. Vom Walser Stolz und eben der André. Warum sind ihr hierher gekommen? Warum? Ja. Haben wir so viel Sendezeit? Nee, wir waren ja selber als Gäste hier. Ich bin 2011 durch den Zufall nach Bad Ragaz gekommen. Hab dann per Google Maps gesucht, wo ich als nächstes hin kann. Hab dann diesen See entdeckt, bin dann nach hinten gefahren. Und 2015 sind wir dann zusammen hierher. Wollte eigentlich nur eine Nacht bleiben, mit dem Motorrad weiterfahren. Sind dann 3 Tage hier geblieben. Ich habe hier den Heiratsantrag da oben gemacht, auf dem Heuberg. 2016 haben wir geheiratet, Ende 2015. Ja, Moment mal, der Heuberg ist da oben, wo die Kerze brennt. Alpbrändlis, da oben. Och Gott. Da vor dem Hüttle, ganz romantisch. Ja. Ganz romantisch, erstmal hochsteigen. Ne? Mhm. Das denke ich mir auch. Genau, ja, dann habe ich ihr den Heiratsantrag gemacht. Dann haben wir 2015 geheiratet und wollte eigentlich immer so jedes Jahr dann wieder hierher kommen als Ritual. 2016 sind wir dann eben wieder hierher und haben dann innerhalb von der ersten 10 Minuten mitbekommen, dass sie das Dorf verkaufen. Und dann hat es bei mir oben... Das war dann das Hochzeitsgeschenk, ne? Du hättest mal Hand aufs Herz, weil sie gehört mir, die Emma hinten dran, sie jault, sie wedelt, sie möchte gerade zu euch. Die ist da geboren, gell? Nee. Geboren ist sie nicht, aber so aufgewachsen hier. Ne? Sie ist halt hierher gekommen mit 4 Monaten. Gefällt sie ihr? Ja, sehr. Ja. Und warum denn gerade da? Ich meine, Heiratsantrag heisst ja nicht, dass man gerade hierher muss. Ich habe es begriffen, um hier zu relaxen, oder? Um so 10 Gebäude herum, hat eine Kapelle und so weiter. Aber dass man da noch arbeiten kommen muss. Ja, was soll ich sagen? Ja, ich meine, das ist ein Stück weit ja ein Traum, der wahr geworden ist, nicht? Dass wir hier mit unseren Partnern das St. Martin kaufen konnten und wir uns jetzt hier verwirklichen, ausleben können. Und das Dorf betreiben, das ist also für uns ist ein kleiner Traum, ne? Ja, es ist halt einfach auch eine Chance, ne? die man nicht alltäglich bekommt, ne? Sowas zu machen. 12 Jahre, gell, Bankkauffrau in Offen? Ja, in Gengenbach. Oh, bei Offenburg. Von Freiburg. Genau. Ja. Und du bist Grafikdesigner. Genau, ich habe 15 Jahre Werbeagentur gehabt und ja, klassisch mal, also ganz am Anfang mal einen Handwerksberuf gelernt. Was man hier hinten natürlich. Also was denn genau? Gaswasserinstallateur. Also, oh! Ja. Also wenn hier die Toilette verstopft sind, weiß ich, wo ich hingreifen muss. Ja, und dann war der Bildungsweg, nochmal auf die Schule gegangen, Grafikdesigner, habe dann Agentur gearbeitet und war 15 Jahre dann selbstständig mit einer größeren Agentur im Schwarzwald und habe dann gesagt, nee, das kann es jetzt sein, ich muss in die Schweiz. Also weißt, mit dem ersten Beruf, das hätte ich verstanden, aber der zweite Beruf, du siehst so humanistisch aus, deine blauen Augen und so weiter. Und ich habe das Gefühl, deine Frau macht sogar alles. Sie spaltet Holz, zum Beispiel bei mir daheim, die viel schwerer Arbeit machen die Frauen. Sie führen die und so weiter. Genau. Also du lässt es gut gehen, oder ist das dein Ziel hier oben? Ja. Ah, so schaut es aus. Ja, das war ein Dolchstoß. Ja. Ah, nee, ich meine, den Kreativberuf, den ich gehabt habe, das ist ja auch eine wahnsinnig gute Basis für uns hier, ne? Weil ich ja uns selber vermarkten kann. Also ich brauche keine Agentur, sondern ich mache quasi die Vermarktung, das ganze Social Media, Prospekte, Website, mache ich ja alles selber. Ne? Das ist ja unser großer Vorteil auch, ne? Dass wir quasi niemand Dritter brauchen, um das Dorf zu vermarkten. Ne? Anne, nächstes Jahr wieder? Ja. Echt? Mhm. Wenn ich so schaue, das stimmt in der Tat. Ja. Du hast nie bereut, dass du den Heiratsantrag hier angenommen hast und nachher musst du arbeiten müssen. Den Heiratsantrag habe ich nicht bereut. Nee. Nein, aber hier arbeiten ist manchmal schon mühsam. Es war schon die erste Zeit sehr viel. Und ja, der Sommer ist jetzt auch, muss ich sagen, an mir durchgerauscht. Und ja, jetzt haben wir noch ein paar Tage vor uns. Und dann haben wir die Saison 2017 geschafft. Mhm. Und da bin ich auch echt stolz drauf, ne, dass wir das gepackt haben. Ja. Und deswegen freue ich mich auch schon wieder auf die neue Saison. Mhm. Ja. Und wie sieht denn die Wintersaison aus jetzt für dich? Ja, die ist so abenteuerlich, wie wir in die Sommersaison sind. Aha. Ne? Genau. Ja,
Wir werden erstmal werden wir Ferien machen, wo ich mich sehr drauf freue. Und ja, dann werden wir auch ein paar Jobs haben noch aus der alten Agentur. Ja. Du machst es nicht mit der Agentur? Ja, da tue ich ihn unterstützen, ja. André, du hast gesagt, die Agentur habe ich mir vorgestellt, die Route. Ich bin jetzt hier unterwegs mit einem speziellen Netz. Ich habe kein Netz. Also kannst du von oben dann etwas machen? Ja, ja, ich kann von hier arbeiten. Aha. Also du hast Netz? Ich habe Netz, ja. Du bist voll vertraut, voll vernetzt. Ich bin mit der ganzen Welt vertraut, ja. Ah, dann lässt sich das aushalten. Ja. Aber André, du hast gesagt, es ist schon relativ streng. Also habe ich jetzt auch gesehen. Gell? Ich glaube, die grösste Tanne, die es da gibt, die hast du gar nie gesehen. Also, Tanne und Anni würden sich reimen, hast du nicht gesehen. Das Kreuz hast du angeschaut, das Adon hast du angeschaut. Ja. Aber eigentlich bist du immer hier gewesen, am Holzschippen, am Kochen, am Servieren, am Machen. Genau. So schaut es aus. Ja, ich habe das ganze Tal noch gar nicht gesehen, wie schön es ist. Im Gegensatz zu mir, ich habe alles gesehen. Ne? Ja. Echt gut. Ja, er hat schon mehr gesehen, ja. 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 Aha. Aber trotzdem, wir führen weißt du, so in der Einsamkeit, wo vielleicht auch jemand ist. Also jetzt muss ich sagen, am Mittag ist es sehr, sehr viel Gäste gehabt. Aber sonst ist auch eine gewisse Einsamkeit da. Also das war kein Strapazen für eure noch sehr junge Ehe. Also ich glaube eher, dass es strapazierende für die junge Ehe war wenn viel da war. Also eben dieser Stress, den man im Vorfeld einfach nicht so berechnet hat, ne? Und der uns schon auch an persönliche Grenze gebracht hat, beide, ne? Weil einfach so viele Menschen hier kamen. Das ist eher das Schwierige gewesen. Die Einsamkeit dann in der Vor- und jetzt Nachsaison, das ist eher das, dass man es genießen. Ne? Das genießen wir, ja. Aber das Strenge, wenn hier am Sonntag die Menschen kommen und es hört nicht mehr auf, das ist das, was an die Nerven geht. Also, ne? Wo uns auch echt dann. Da muss man es dann. Da haben wir schon ausgelotet, wie stark wir zusammenarbeiten. Ne? Ja. Da kann man sich vorstellen, ist à la carte oder irgendetwas, gell? Das ist sehr schwer, oder da kannst du es aus einem Restaurant erleben, ist sehr schwer, noch lässt einen Rumpel ab. Ist das da oben auch, obwohl ich kein Gar herfahren kann? Da lässt dann auch einfach mal einen Rumpel ab mit einem schönen Tag, zack, zack, und wahnsinnig viele Leute. Ja, wir haben bis zu 400 Bonpositionen am Sonntag. Also, was? Mit Duschlafen ist gar nichts? Nein, also wirklich, die Leute, unser Team, die haben sich aufgeopfert. Ne? Also das sind 16 Stunden, 14 Stunden, 12. Das ist keine Seltenheit gewesen, ne, dieses Jahr, weil wir natürlich auch unterbesetzt waren. Sehr spät mit der Personalsuche angefangen haben. Das kam so alles auf einmal. Ne? Viele sagen, ja, warum habt ihr nicht mehr eingestellt? Ja, wir haben ja erst am 27.04. die AG gegründet und am 1.5. haben wir ja aufgemacht oder wollte aufmachen. Also das ist interessant, dass eine AG. Also wir sind so 5 Kernaktionäre, ich sag immer so 5 Kernaktionäre und wir haben das zusammen gekauft, alle zum gleichen Teil. Ich und Anne sind Geschäftsführer von der AG und betreibe das auch und die anderen sind quasi im Hintergrund und dann gibt es noch so unten drunter eine Kleinaktionärsreihe, die dann quasi hier auch investiert haben und dafür Vergünstigungen kriegen und solche Sachen. Anne, er ist voll im Drive, oder? Sind die Kinder geplant? Weißt du, nur will ich sagen? Also, jetzt müssen wir dann wir machen das Oktober mit der Schule, und dann nach 9 Monaten gucken, wenn es so ruhig ist, was dann passiert. Ah, ja. Homeschooling? Aber gell, das wäre da oben schon relativ schwierig. Also, wir wissen, gell, die Walzen sind vor knapp 400 Jahren ausgezogen. Es ist da nicht mehr bewohnt. Im Winter kommt es nicht rauf. Aber im Sommer ist es auch noch schwierig. Oder der Tunnel durch. Es ist unglaublich idyllisch. Es ist wunderbar, zum da oben zu sein, wenn man nicht jeden Tag vielleicht da hin und her fahren muss. Da ist man so auf Gerüchen, hast du etwas vergessen. Oder? Das sind jetzt 5 Tage vor Saisonende. Da fährst du dich immer mal hin und her, kannst du nicht immer fahren. Also, unkompliziert ist es ja nicht, oder? Ja, das stimmt, ja. Muss alles gut geplant sein. Muss alles geplant sein, ja. Also wenn man rausfährt, dann muss man auch verschiedene Sachen halt gleichzeitig regeln, ne? Dass man alles erledigt. Dass man nicht mehrmals hin und her fährt. Ah, der André, das ist etwa nicht, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer, der Fingerzeig, der ist für die Emma, die ist dort hinten. Da müssen wir dann mal filmen. Also der Fingerzeig gilt nicht für euch, der ist nicht für mich, aber er ist ein. Jetzt hast du mir aufgefallen, Anne, er ist schon strenger, wenn es darauf ankommt. Hm? Ach so, ja, das muss auch sein, ja. Gut, jetzt. Klare Linie. Ja, also ihr könnt natürlich wieder, klar, ihr seid jetzt Aktionär und so, ist natürlich auch super, aber trotzdem. Fühlt ihr euch jetzt als Walser oder sind ihr denn schon im Süden von Deutschland, also Berlin sagt man Nordschweizer, sind ihr dort schon ein bisschen als Walser aufgewachsen? Also das Gebiet, mein natürliches Tal, ganz anders, sowas gibt es ja im Schwarzwald nicht, ne? Aber so die ländliche Gegend und da, wo wir herkommen, aus Gengebach, das ist ja auch im Grunde das Kinzigtal, das ist ländliche Gegend, also fremd ist es, wir kommen nicht aus einer Großstadt, ne? Sondern wir kommen aus ländlichem Gebiet, unser Gengebach hat auch 12.000 Einwohner,
im Grunde ist so, nur nicht, also so wie hier, noch nicht so hoch. Ne? Also ja, und weniger eng, oder? Das ist ja. Schwitter, das ist ja. Schon sehr eng, ja. Oder? Ist das eine Umstellung für dich, Anne? Nein, überhaupt nicht. Nicht? Du bist sehr flexibel. Ja, das muss man sein im Leben. Ja. Als Partnerin vom André. Also, André, ich glaube, der Fußmarsch von einer Stunde bis zum Heiratsantrag hat sich echt gelohnt. Hat sich gelohnt, ja, absolut. Ja. Ja. Gut, also nächstes Jahr könnt ihr wieder die Saison. Ist jetzt natürlich Ende Oktober vorbei. Es sind über 4-5 Tage vor Saisonende. Ja. Das heisst, nachher gehen wir in die Ferien, machen dies, das, jenes. Kann man sich vorstellen. Tun auch dann auch wieder mental darauf vorbereiten. Ja, ja. Ja, genau. Und wir nächstes Jahr noch, könnt ihr wieder, oder? Ja. Wann denn? Vom April weg? Genau, wir werden jetzt noch einige Renovierungsmaßnahmen machen. Also wir sind sicherlich bis Anfang November hier hinten. Ah, back to the roots. Da kommt deine Handwerker oder du musst es genau. Auch delegieren. Nein, da tun wir schon selber. Also aha. Christian, eben einer vom Mitarbeiter und ich, wir werden viel machen. Natürlich gibt es auch Firmen, die was machen, aber wir werden jetzt nächste Woche anfangen, hier richtig umzubauen und zu machen. Wir haben ein Bad schon gebaut. Und dann ist geplant, 1. Mai. Die Einheimische werden dann sagen, vergiss es, weil es klappt nicht. Aber wir setzen uns in den Punkt, 1. Mai. Und wie dann quasi das Wetter ist, ob es 10. ist, 6., 15., das entscheiden wir dann. Ne? Aber im Mai, April sind wir wieder hier hinten. Ihr habt null Problem, Geld, um das Schweizerdeutsch zu verstehen. Ob es ein Berner kommt, ein Solothurner oder die verschiedenen Dialekte, ist schon ein bisschen schwierig, nicht? Ah, manche sind schon hart. Also so, wo ich dann echt, boah, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Aber durch das, dass man im Schwarzwald und auch Mundart reden, geht es eigentlich ganz gut. Ne? Anne, wenn Sie etwas bestellen, verstehst du alles. Ah, ich habe schon Schwierigkeiten. Ich muss gleich mal Küchenkästchen. Ich habe schon. Nee, Kuchenkästchen. Ja, super! Ja. Ich habe Schwierigkeiten gehabt am Anfang, mit der, wenn jemand eine Schale bestellt hat. Ne, dann muss eine Schale mit 2 Zucker. Aha, ja. Dann habe ich gedacht, will er jetzt wirklich eine Apfelschale mit 2 Zucker? Und bis ich dann festgestellt habe, es ist ein Milchkaffee. Ne? Ja, aber das lernt man dann wieder Zeit. Wie war die Akzeptanz so von der Schweizer? Wenn du so als Deutscher herkommst, also meine Frau ist Österreicherin, hat es natürlich auch ein bisschen gemerkt, ich habe deutsche Kolleginnen und Kollegen, die zum Teil sagen, am Anfang ist es manchmal ein bisschen schwierig, oder? Sie sind ein bisschen verschlossen. Wie war die Akzeptanz für euch? Ja, wir sind am Anfang schon also von der Einheimischen sehr gut aufgenommen, waren also auch herzlich. Ne? Ja. Und, ja, und dann sind halt unterschiedliche Gäste gekommen und ich denke, unser Erscheinungsbild allgemein ist ein bisschen... anders. Warum meinst du das? Ja. Ja. Mit dem Ring in der Nase und der andere mit den Tätowierungen. Ach so. Ja. Ja. Aber wenn wir uns kennenlernen, dann waren sie alle zufrieden mit uns. So habe ich das Gefühl. Ja. Und dann haben wir ein Fotoshooting gehabt. Hätte dich voll vermarktet. Ja, ja. Ah, nein. Dort rein, gell? Im Restaurant rein. Ja. Hast du müssen herheben. Hast du nicht gern gemacht? Ah, ich habe halt wieder 12 Stunden geschafft, ne? Und abends um 10 dann noch. Schön vor der Kamera. Ach, so läuft das? Ja. Ah ja, also. Direkt aus der Küche und vor der Kamera. Ja. Ja, ja. Ja. Man kann daher kommen, man kann natürlich eben dementsprechend sich verpflegen lassen, man kann trinken, man kann geniessen. Ihr macht alles für die Gäste und man kann, glaube ich, auch hier schlafen. Muss man sich anmelden? Ja, also in der Hochsaison ist eben vieles schon ausgebucht und ja, da sollte man sich halt vorher schon anmelden. Aber es gibt auch eben Spontanbesuche, da haben wir dann auch Zimmer frei. Okay, egal, wir könnten dies und jenes. Eine Frage ist wirklich höchstens interessant, ich finde es auch toll so. Ich habe das Gefühl, es passt so richtig gut zusammen, harmonisch, auch unterschiedliche Augenfarben, aber sonst eine volle Harmonie. Und mir imponiert es auch, wie du das hergekriegt hast, dass du ein bisschen im Hintergrund kannst wirken und dann so voll Freude noch schon mal schafft, oder? Also, und dann nicht einmal so ausläuft und bett. aber wenn ich denke, der Hund hinein bellt viel mehr. Die Anne ist eigentlich sehr pflegeleicht. André? Warte mal schnell, ich muss schnell mal drauf die Dose aufnehmen. Dass man die Mimik sieht. Ja, genau, Mensch, das müssen wir noch schnell machen. Ja, jetzt André. Blaue Augen lügen nie, ja. Nee, also das passt schon sehr gut. Also Anne und ich, wir harmonieren. Ich bin sicherlich der Typ, der nach vorne prescht und immer neue Ideen hat und macht und so. Und Anne ist eben die Person, die das, denke ich, auch gern mitmacht. Und, aber sie sagt auch, wenn sie das nicht will, also ich werde auch genügend ausgebremst, was auch richtig ist. Aber ich bin da schon der treibende Motor oft, ne? Und spricht es dann halt ab, ob sie das gut findet und mitmacht. Und Anne, ja, und ich bin jetzt groß auf dir. Ja. Du? Für dich stimmt alles. Ja, für mich passt so. Wenn es nicht stimmt, sage ich es ihm schon. Ja.
Gut, jetzt eine letzte Frage noch einmal. Agnes, gibt es jetzt Kinder so? Ihr könnt euch vorstellen, auch mit einer Familie hier oben zu sein? Ja. Ja. Mhm. Ja. Besser und harmonischer geht es nicht. Und eben, ja. Geht doch einfach mal daher. Nach der Renovation, wie es mit diesen beiden ist, da, ich muss sagen, sehr engagiert, wirklich sehr eindrücklich. Ja, geht her.